Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby und das magische Garn. Ja. ich hatte mich gerade noch mal. Oh, diese Musik. Oh, und man rutscht auf den Boden. Oh, das ist auch geil. Warte, ich kann es dir mal zeigen. Hui, hui, hui. Ich bin ein Garn und ich bin stolz. Ich bin ein Garn und ich bin stolz. Ja, nee. Nee, ich hatte mich gerade noch mal mit dem Ninko-LP darüber unterhalten, wie ich doch YouTube momentan entwickelt. Und da sind wir ja gerade so auf diesen Content-Scheiß-Strike gestoßen, was sie ja verhärten wollen jetzt. Und mal gucken, ob ich Kirby überhaupt noch zu Ende kriege oder ob sie mir einfach 3 Strikes raufhauen. Eiskalt und dann war's das. Was steht da? Eiskalt wegen Eisfeld und Weihnachten und... Ja, ja, ja. Ach, bin ich heute wieder witzig. Nee. Ah, ja, nee, also... Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Ich bezweifle, dass ich heute die Welt abschließen kann. Finde ich persönlich zwar nicht so schlimm, aber das bedeutet... Nein! Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich Kirby vor dem neuen Jahr nicht mehr fertig kriege. Weil mir die Zeit dafür fehlt, das aufzunehmen. Das finde ich ganz schön schade. Und eigentlich auch irgendwo scheiße. Das Nachfolgeprojekt von Kirby kommt auf keinen Fall vor 2014. Das kann ich soweit schon mal sagen. Und das habe ich ja noch nicht mal. Naja. Aber auf jeden Fall... Ich bin gespannt, was so aus YouTube wird. Ich bin da eh schon seit Jahren so ein bisschen skeptisch. Also seitdem diese ganze Sache angefangen hat mit dem neuen Kanaldesign und so weiter, bin ich schon nicht mehr so der Freund von YouTube. Weil ich war wirklich einfach nur ein riesiger Freund von dem ganz alten Kanaldesign und ich... Und es war einfach... Du konntest wirklich alles gestalten. Du hattest... dein Kanal einfach komplett selbstständig gestaltet und das war einfach das Schöne daran. Oh, und ich erinnere mich, als die Welt damals zum ersten Mal gespielt habe, wie ich die gefeiert habe. Oh, die ist einfach... Ich weiß nicht, ich persönlich mag die Atmosphäre in dieser Welt und... Sie hat doch einfach so ein schönes Level-Design. No! Oh, so, komm. What? Hui! Ja. Nee, schade, ging nicht so wie bei Mario. Mit dem eiskalten Arschrutscher des Todes und der Verdammnis und ja. Ich muss hier gerade auch irgendwie so ein bisschen an Castlevania denken. Hat so ein bisschen was von Castlevania, auch wenn es ein Stück zu fröhlich dafür ist, aber naja. No! Oh, scheiße! Oh, ich bin so dämlich! Oh, ich bin so dämlich. Naja. Aber ich habe mir ja Folgendes überlegt. Und zwar werde ich... Also, wenn ich jetzt Kirby fertig habe... Ich muss jetzt wirklich, wie gesagt, noch ein paar Uploads machen. Ich fahre aber... Ich renne ja im Hintergrund auch schon gerade schon in den 11. Part. Wenn ich Kirby fertig habe, dann werde ich die Uploads etwas... mehr zurückschrauben und auch meine Aufnahmezeiten. Also mein... Meine Aufnahmen an sich werde ich etwas verkürzen. Also ich will nicht mehr ganz so aktiv auf YouTube jetzt sein. Beziehungsweise bin ich... Ich habe es in den letzten Tagen gemerkt. Irgendwie habe ich immer und immer mehr den Skill in meinen Händen. GG! Wow. Aber... habe ich immer und immer mehr einfach so... Weiß ich nicht. Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl auf YouTube. Nennen wir es einfach wirklich mal so. Ja. So ist es normal. Ich denke aber, es geht irgendwie vielen so. Bei YouTube... No! Ah, scheiße! Oh Gott! Ist das dämlich. Ja, das wird ein ganz schlechtes... Ranking hier. Wow. Ach, da kann... Achso, damit kann ich auf den Watte...
Rausch hier rauf, aber das meine ich. Ich überlege gerade auch einfach, ja. Schlecht! Ach richtig, deshalb waren die Sticker. Wenn man alle Sticker gesammelt hat, hat man da immer die einzelnen Bereiche freigeschalten. Das war's, genau. Ich überlege, ob ich jetzt auch einfach mal jetzt einen richtig langen Part raushaue, aber ich glaube, das könnte mit meinem Upload schwer werden dann. Deshalb lasse ich es lieber einfach. Handschuh! Der Handschuh von Schiller. Mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt oder so eine Art, keine Ahnung. Ich habe es nie gelernt. Ich musste es nie lernen, sagen wir es so. Ich habe stattdessen Zauberlehrling. Und wie von Zauberhand wird da Wolle entwendet und es wird ein Handschuh gestrickt. Ah, die Welt war auch geil. Und zwar die gemütliche Hütte. Die fand ich toll, die war schön. Aber die schauen wir uns gleich mal nach dem Cut an. Ich muss jetzt mal nur schnell cutten. Dann bin ich gleich wieder da. Und ab geht's in die gemütliche Hütte. Habe auch gerade mal bei Part 11 einen neuen Pausenscreen eingebaut. Der müsste jetzt auch gerade wieder da gewesen sein. Ich mach's das einfach, weil ich finde Corbini einfach so geil, aber er hat einfach viel zu wenig Zeit sozusagen in diesem Spiel verbracht und deshalb wollte ich ihm noch ein bisschen Zeit schenken sozusagen. Und zwar, das hatte ich mal gefunden. Das ist eigentlich sozusagen Squashini in Kirby-Form, aber es interessiert mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht groß. Es sieht einfach nur geil aus und deshalb habe ich es genommen. Ich habe es irgendwie mal auf Divine Art gefunden. Und, ach richtig. Es war auch diese Sache hier. Und da habe ich mir einfach gedacht, komm, nehmen wir das, um mal ein bisschen Varianz in meinen Pausen-Screens reinzubringen. Jo, hab ich gar nicht gesehen hier. Wow. Warte mal, stürzt das Haus nicht gerade irgendwie ein oder so? Wegen Schnee oder keine Ahnung. Achtung, Schneefall oder sowas in der Art? Ich weiß nicht. Ja. Nein! Nein! Scheiße! Nicht nachmachen, Kinder! Also manchmal glaube ich echt, ich will wirklich ein Stück zu schnell durch das Spiel durch, aber ich will mir auch keine Zeit lassen damit, sagen wir es so. Wow, Perlen und ein Weihnachtsstern. Ui. Ja, es reicht. Ich will nicht so gierig sein. Aber so gemütlich ist die gemütliche Hütte jetzt auch nicht, muss man mal so sagen. Denn ich spüre nicht viel von der Gemütlichkeit, wenn ich hier die ganze Zeit unter Druck stehe. Aber ich stehe ja nicht unter Druck, also, na gut. Sozusagen unter Druck des Schneefalls, der mich hier sehr bedrängt. Weil er mich auch so sehr bedrängt. Ah, ich weiß, was es da oben gab. Ich wollte eigentlich. Ah, scheiße. Ach, naja, egal. Oder nee, das gab es erst später. Das gab es in der letzten Welt, was ich gerade dachte. Tatsächlich. Das gab es wirklich erst in der letzten Welt. Ich wusste gar nicht, dass das Level so spät kommt. Aber stimmt, muss ja. Yeah. Aber naja. Sagen wir es so, ich muss es wirklich jetzt einfach mal so sagen, auch wenn YouTube mir Strikes gibt und meinen Kanal sperrt und damit verhindert, dass ich weiter Curry machen kann, für mich hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt, weil ich hatte sehr viel Spaß bisher beim LP und es ist auch einfach eine tolle Sache, sagen wir es so. Ich mag es zu LPen und ja. Und wenn YouTube meint, nee, lass mal, ist nicht gut, dann mache ich's auch nicht. Dann ist gut, dann ist vorbei. Und dann, dann ist es halt vorbei. Da ich ja momentan eh nicht mehr so gut auf YouTube zu sprechen bin. Aber naja. Alles so eine Sache. Oder
War das doch in dem Level? Ich meine, aber es kam ja später. Ja, es kam ja später. Du. Ach, guck mal, die Uhr hier steht doch auch bei Meat King in der Wohnung. Mein Nacken tut weh. Soll ich vielleicht mal was gegen tun oder so? Weiß ich nicht. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich wie mein PB-Lehrer. Gemütlich, Hütte. Ja, dann war es auch soweit schon wieder mit dem Level. Und mit dem Partner auch schon wieder. Auch wenn ich einfach sagen könnte, ja, ich mache jetzt eiskalt länger. Und... Upp! Jo, das dürfte getroffen haben. Och, guck mal da im Hintergrund der... Dieser eine Gegner aus Kirby Superstar, keiner, ich glaube, also ein Superstar war auf jeden Fall drin. Ich glaube, den gab es noch in dem Spiel, ich bin mir da gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, da steht er im Hintergrund rum. Bam, 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 badam, badam. Ich finde es auch cool, eigentlich wollte ich dieses Spiel schon immer die ganze Zeit noch ein zweites Mal durchspielen, ich bin aber nie dazu gekommen. Die Spule, mal gucken, was die Spule denn so anstellt. Wupp. Nee, aber ich würde sagen, bis zum Boss mache ich heute noch. Ob ich die Bonus-Level dieser Welt noch mache, ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich da gerade so Lust drauf habe, noch so lange zu machen. Der Rutschberg, naja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part den Rutschberg an. Und ansonsten war es das jetzt erstmal mit Let's Play Kirby das magische Garn. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen, das komplette Let's Play natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part von Let's Play Kirby und das magische Garn. Ich bin Siano257 und ciao.